Ich stehe da hinten, guck mich an und stehe mir gegenüber und sag: Mensch, Hannelore, du siehst ja noch ganz gut aus, bist ja noch tough, ja, bist ja noch da, ist das nicht schön? Und das Tolle an unserem Beruf ist ja, und das ist nicht in allen Berufen, wir können auch noch mit 80, ja, auftreten. Hannelore Hoger macht deutlich, dass jede Lebensphase bis ins hohe Alter lebenswert ist. Und das ist ein starkes Bild in unsere Gesellschaft hinein. Wie heißt es so schön? Alt werden ist nichts für Feiglinge, ne? Ex. Den Otto Mühlschlägel-Preis 2020 erhält die Theater- und Filmschauspielerin Hannelore Hoger. Sie ist ja eine der profiliertesten deutschen Charakterdarstellerinnen. Und sie schafft es wirklich mit ihrer Prominenz und ihrer Popularität, sich einzusetzen für soziale Anliegen, gerade auch für Anliegen des Alters. Ich engagiere mich ja schon seit vielen Jahren, also glaube ich 20, bei Help Age. Und Help Age engagiert sich besonders für alte Menschen auf der ganzen Welt. Und in Afrika ist oft so, die mittlere Generation war zeitweise also wirklich weggestorben. Und dann bleiben die kleinen Kinderchen übrig und dafür sind dann die Großmütter da. Und ohne diese großartigen Frauen hätte man das einfach nicht geschafft. Also deswegen heißt das auch, jede Oma zählt. Mit ihrer Lebensleistung ist Hannelore Hoger ein herausragendes Beispiel für ein aktives, kreatives, lebenswertes Alter und Altern in unserer Gesellschaft. Mit Freude. Sie müssen alles mit Freude machen. Das ist das Wichtigste. Und wissen Sie, unser Beruf ist ein wunderbarer Beruf. Den kann man gar nicht ohne Freude machen. Der Otto-Mühlschlägel-Preis, der wird vergeben an herausragende Persönlichkeiten, die sich um Alter und Altern verdient gemacht haben in unserer Gesellschaft. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich den Otto-Mühlschlägel-Preis verteilen darf. Es sind 30.000 Euro und wir haben beschlossen, das an zwei Organisationen zu geben. Die Hamburgische Brücke und die Türkische Gemeinde für Hamburg und Umgebung. Wir freuen uns auch natürlich diese Spende sehr. Ich bin selbst von Hannelore Hoger sehr beeindruckt. Was diese Frau noch für eine Kraft ausstrahlt. Sie ist ein super Vorbild. Deswegen freue ich mich, dass sie jetzt auch diese Preisträgerin ist und wir von dem Preisgeld was abbekommen. Die Türkische Gemeinde Hamburg ist eine älteste Migrantenorganisation in Deutschland und einer der wichtigsten Bausteine ist die Seniorenarbeit. Dort leite ich das Projekt Elele. Da versuchen wir, den Zugang zum Gesundheitssystem für die türkischstämmigen Senioren und Senioren zu erleichtern. Wir haben unser Hauptstandbein in der Pflege, also in der Arbeit mit älteren Menschen. Und dabei haben wir uns dann nochmal ganz besonders spezialisiert auf Angebote für Demenzbetroffene. Und ich finde das eine tolle Sache, dass man sich um diese Menschen kümmert. Wie schön! Vielen Dank, Frau Hoger. Tschüss, Hannelore.